So, das neue Update ist da und damit auch die neue Waffe. Das ist anscheinend eine epische und legendäre Variante vom Infanteriegewehr. Dann hier der neue Shop. Es gibt neue Skins. Keine Ahnung, warum die Gold sind. Überschall. Hier die Stile. Ja, finde ich jetzt nicht so nice. Dann hier eine neue Tarnung habe ich mir direkt geholt. Und dann hier die neue Spitzhacke. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer ein Creator mein Creator-Code eingeben würdet, ArianFN, dann annehmen. Dann steht der da rechts oben, aber der wird leider immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob der oben noch da steht. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt ein bisschen Solo. Ich versuche ein bisschen auf Kills zu gehen und ja, los geht's. So, Retail Row, wie immer Hundehütte. Oh ja, hier sind viele. Der wollte mich no-scopen. Der wollte einen 360 no-scope machen. Ich hab's gesehen. Ja, Mann. Ich hätte nicht versuchen dürfen, den zu noscopen. Oh, danke für deine Minis. Fuck, keine Mets mehr. Also, danke für die Pump und die Minis. Oh, Infanteriegewehr. Alter, geil. So. So. 42 Schaden. Warte, ich schieß mal. Alter, der Sound. Oh, da ist sogar ein Gegner. So, das Problem ist, ich habe nicht viele Mets. So, da vorne fight noch welche. Ja, das Geile an der Waffe ist, sie ist viel präziser als das normale Infanteriegewehr. Also mit der muss man genau auf dem Gegner drauf sein. Und nicht irgendwie schätzen, wo die Schüsse hingehen. Aber die Hängegleiter würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Komm, ich spiele jetzt einfach das Infanteriegewehr statt die Scar. Ach so, und der Granatenwerfer wurde entfernt. Stattdessen ist jetzt wieder der Eierwerfer drin. Wegen Ostern halt. Alter, wenn da oben jetzt jemand drin kämpft, ne? Na gut, ne.
Ah, okay, da vorne geht's ab. Ich nehme mal sein Jump-Pad hier. Das ist meiner. Du kommst nicht weg. Alter, das war so ein One-Shot. Alter, was geht hier gerade ab? So, hier vorne haben noch welche gefightet. Also hier. Also irgendwie, ich habe die zwei jetzt noch nicht viel gespielt. Ich habe damit nur einen Kill gemacht, aber irgendwie ist die komisch. So, wo sind jetzt noch Gegner? Ich will die unbedingt noch ein bisschen ausprobieren, die Waffe. Double Headshot. Drei Headshots. Ja, der von rechts will noch snipen. Nein. Nein. Alter, der hätte mich fast gesniped. Nein, was macht der? Okay. Thank you.
Also, das war's doch schon mit dem Video. Schreibt unbedingt mal eure Meinung über die neue Waffe in die Kommentare. Also, ich konnte mir jetzt noch nicht wirklich eine Meinung über die Waffe bilden. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Arena finde ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.